Halli, hallo, hallöchen, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wellheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Erstmal ein riesengroßes Sorry, die letzten Tage. Ich weiß, es kam keine Folge. Ich hab's leider einfach nicht geschafft. Was soll ich dazu sagen? Meine Kollegin ist ausgefallen. Ich musste... Warum Wildschweinfleisch? Nein, jetzt konnte ich nicht. Silbermesser? Oh Gott, ich konnte gar nicht so schnell lesen. Edelholzschuss, Kannholzschuss, Kohlenhaufen. Was ist hier los? Gewürzaufhänger, Metzgertisch, Holzwand. Noch mehr Holzwand, Rundholzbalken, ich glaube, es gab ein Update. Käfigboden, Käfigwand. Es hört ja gar nicht mehr auf. Bankholz, Steinthron, Standeisenfackel. Weißblau gestreiftes Banner, Münzstapel. Kartografietisch. Oh geil! Ein Kartografietisch, da habe ich ja Bock drauf. Ja, äh, cool. Anscheinend, also ich habe gesehen, es hat irgendwas abgedatet, als ich das Spiel starten wollte, aber anscheinend war es ja doch eine, eine etwas größere Veränderung. Schaut mal. Bronze, Leder, cool, das können wir uns bestimmt leisten. Da bin ich mal gespannt, ob wir dann wirklich so richtig geil... Also ob das was nützt, ob das wirklich unsere Karte widerspiegelt oder ob es nur ein Designobjekt ist. Aber ah, dann wäre es wahrscheinlich bei Möbel drin. So, was haben wir hier noch Schönes? Käfig, Eisentor, Käfigboden. Werkzeugregal gab's klar. also hier sehe ich erstmal soweit nichts Neues hier drüben jetzt auf die Schnelle erstmal auch nicht Aber da waren ja auf jeden Fall noch ein paar mehr Sachen Kristallwand genau ah jetzt cool jetzt können wir endlich was mit den Kristallen machen da gab's ja vorher noch nichts Und da können wir uns wahrscheinlich auch coole Fenster draus basteln Fenster gab's ja aktuell auch noch nicht vielleicht also sieht zumindest danach aus wir fragen mal Hugin vielleicht weiß er noch mehr es hat sich generell was geändert. Wir haben nun mittlerweile eine Punkteanzahl in der Ausdauer drin. Ansonsten Ah und es steht genau eine Minutenzahl da. Geil. Ach, da freue ich mich. Nein. Ich dachte schon, er ist jetzt weg. Ich höre irgendwas, als wäre hier was in der Nähe. Wir müssen unbedingt was futtern. Warum haben wir denn mit den beiden Lebensmitteln jetzt bloß noch 42 Leben? Was zur Hölle? Mit den beiden vor allem. Gesundheit 9? Aktuell 41? Gesundheit 8? Aktuell 41? Oh Mann, ich hätte mich mal belesen sollen, was hier los ist. Tut mir leid. Ich lese nach der Folge auf jeden Fall nochmal, was alles im Update drin war. So, bevor wir mit Hugin sprechen, nochmal ganz kurz. Es tut mir wirklich leid, dass die letzten Tage nichts kam. Meine Kollegin ist ausgefallen. Ich musste vollschicht auf Arbeit schieben. Früh um 8 los, abends 19 Uhr wieder zu Hause dazu nach Haus mit Grundstück, was gemäht werden muss, plus Kind und Frau und alles drum und dran. Ganz ehrlich, tut mir leid, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich hoffe, ihr seid mir nicht so dolle böse. Wenn doch, dann guckt trotzdem einfach weiter. <laughs> Nein, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis. Ich möchte jetzt auf jeden Fall wieder jeden Tag eine Folge bringen, so wie wir das gewohnt waren. Ich werde mich nach der Folge mal belesen zwecks... Dem Update, weil hier ist ja anscheinend doch mehr passiert, aber wir machen diese 42 Leben gerade echt Angst. Entweder gibt es noch irgendeinen Essensskill oder sowas. Ja, die Zahl dadurch, dass die rot ist, das sieht so aus, als wäre die variabel. Haben wir vielleicht neue Fähigkeiten dazu bekommen? Irgendwie, ob wir ein guter Koch sind. Wir fragen mal Hugin, vielleicht weiß er es ja. Ein Schild erlaubt es dir. Was? Du hast ein Schild hergestellt? Ein Schild erlaubt es dir, gegen dich gerichteten Schaden zu blocken. Wenn dein Timing genau passt, kann der Gegner auch pariert werden, aber pass auf, wenn du zu viele Angriffe parierst, gerätst du ins Taumeln. Die Menge an Schaden, die du blocken kannst, bevor das Taumeln beginnt, hängt von deinem maximalen Leben ab. Wenn du also vorhast, viele Schaden zu parieren, solltest du Nahrung zu dir nehmen, die deine Leben erhöht. Super Übersetzung wieder. Schwerere Schilde blocken zwar mehr Schaden, machen dich aber auch langsamer. Okay. Wir hatten ja das Schild bisher immer. Bin mir nicht sicher, ob ich gerade was hergestellt habe, aber anscheinend wurde da vielleicht auch nochmal was überarbeitet. Also ich muss sagen, die Punktezahl in der Ausdauer, ja, ist okay. Hat man zumindest mal einen Wert. Das ist nicht so verkehrt. Das finde ich richtig cool, dass die jetzt angefangen haben, hier eine Minutenanzeige mit in unsere Essensdinger da mit reinzubaumeln. Mit reinzupacken. Das finde ich sehr, sehr geil. Und auf jeden Fall noch ein paar Sachen dazugekommen. Ja, haben wir... Wir haben die Sachen für ein Portal einstecken, ne? Werkbank fehlt. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erstmal schnell ein Portal. Ich hoffe ganz stark, dass ich das Gebirge genannt habe. Müsste aber. Na komm, bam. Und dann nochmal fix hier ein Portal hin, weil ich möchte jetzt erstmal nach Hause, weil mit 42 oder 41 Leben im Gebirge rumzurennen. <laughs> Gibt mir irgendwie ein mulmiges Gefühl. So, das sah schon mal gut aus. Selbst nach der langen Zeit ohne Video geschafft, sich wieder an Portalnamen zu erinnern. Sehr, sehr erstaunlich bei meinem Gedächtnis. So. Also was hat's mit dem Essen auf sich? Haben wir keine Beerenmarmelade mehr oder war die einfach nur alle? Wir müssen mal gucken. Marmelade. Ach ne, Bärenmarmelade hatten wir noch, wir brauchen Würstchen. Schaut mal, da steht jetzt Gesundheit 55. Und es ist rot. Bam. Kannst nicht mehr essen, also da. Aber hier ist zum Beispiel jetzt auch die Gabel rot, hier ist sie. Ja, gelb-grün, grün eher. Ist eine gute Frage, wieso, weshalb, warum. Entweder verderben Lebensmittel. Oder die haben einfach wirklich irgendwas komplett grundlegend geändert. Auch, dass das aktuell da steht. Aktuell 95. Na gut, wir haben 96 Leben. Ausdauer aktuell 138. Das kann hinhauen. Das ist einfach nur der Wert. Der ändert ja nichts an dem dran, ne? Nö. Gut, wir beobachten das mal. Oh, da stand irgendwas. Little thing of blood and bone. I should have snapped you like twig. Now I wither and die. Let the great tree have me. Ist das hier die? Trophäe? Okay. Entschuldigung für mein schlechtes Englisch. Also es hat sich einiges getan. Ja, sorry, dass ich hier so ohne Ahnung und ohne Sinn und Verstand direkt in die Folge gestattet habe. Mir war nicht bewusst, dass es so ein großes Update ist. Die Rübensaat ist gesund, hier drüben auch. Ich würde das gern mal mit den Fenstern probieren. Mit dem Kristallglas besser gesagt. Zwei Kristall brauchen wir. Wir müssen nur gucken, wo wir es hinbauen. Weil wenn wir es abreißen, werden wir es wahrscheinlich nicht komplett wiederkriegen. Beziehungsweise auch komplett verlieren, weil es ist halt Glas. Haben wir irgendwo eine Möglichkeit, schönes Glas reinzubauen, aber es hat auch eine komische Größe. Ist nicht genauso groß wie. Das aber auch nicht halb so groß, oder? Sieht zumindest nicht so aus. Hm, naja, gut, wir können ja mal zwei, können ja mal irgendwo ein Fenster reintun. Wir haben 23 Kristall. Wo ich es bestimmt bereuen werde, weil Kristall 23 ist zwar ein bisschen was, aber so viel ist es auch wieder nicht. Nee, komm, wir lassen das. <laughs> Wenn wir unser nächstes Häuschen hier bauen, machen wir vielleicht irgendwo wirklich so kleine Fenster rein, dass wir das richtig benutzen können. Bloß jetzt. Ist jetzt einfach hier so blöd reinzupacken, dass hier so ein bisschen Glas drin ist, finde ich auch doof, so mal ich mir eh noch nicht ganz sicher bin, ob wir das so lassen, wie es ist. Oder hier nochmal umbauen, dass wir halt auch besser von drinnen rankommen. So, genug gequatscht, aber das musste natürlich jetzt auch erstmal sein. Wir machen noch schnell unser Inventar leer. Wie sieht silbertechnisch aus, Sieht's eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, wir waren größtenteils in der letzten Folge unterwegs, weil wir Pelze und Zähne gebraucht haben, richtig? Wolfszahn haben wir auf jeden Fall. Und neun Pelze haben wir jetzt noch bekommen. Weil wir wollten ja hier das noch auf die vier kriegen. Komm, wir gucken gleich mal. Vielleicht kriegen wir das ja die Folge schon hin. Wolfsbrustschutz. 15 Silber, 6 Wolfspelz. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, gib mir mal 15 von denen und sechs Wolfspelz. Bin auch doof, ich habe die hier reingepackt. Die wären eigentlich hier gewesen. Das, ah, komm, gib mir sechs Stück. Dann können wir nämlich das Ding direkt mal auf die 4 upgraden. Bam, da haben wir das schon mal geschafft. Und jetzt brauchen wir bloß noch den Beinschutz. So, 15 Silber, 6 Wolfspelz und 3 Zähne. Jetzt wird es langsam knapp mit dem Silber. Drei Stück noch in der Truhe. Aber wir hatten auch noch ein bisschen was hier vorne liegen, oder? Nee, haben wir komplett aufgenommen. Hier ist noch eins drin. Hier wird leer sein. Schaut mal, elf Silber haben wir hier noch. Bam. Super. Jetzt haben wir 13. 14 meine ich und wir haben 15 brauchen wir. Geht natürlich eins, wie sollte es anders sein? Na gut. Stein weg, dann haben wir hier vorne noch ein bisschen was vom Gebirge, wir haben noch ein bisschen Fleisch, wir müssen dann bald mal gucken, dass wir auch neue Würste machen. Dann war 91 in der Kombination. So, dann einmal Fleisch hier oben noch können wir auch alles mal wieder durchbraten. Pfeile sieht noch soweit okay aus. Essen geht gerade so. Wir könnten eigentlich noch ein paar Würstchen herstellen. Hackfleischsoße. Cool, das ist auch neu. Oh, und davon haben wir relativ viel. Wildschwein dörrfleisch Honig oh, und Wildschwein. Uh, ah, es wird jetzt unterteilt unter Wildschweinfleisch. Tatsächlich, das hatte ich mir schon mal gewünscht. Aber angeblich alles Wildschweinfleisch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist denn dann aus den ganzen Rehen passiert, die ich abgemurkst habe? Aber cool, wir können das mal herstellen. Also auf jeden Fall neues Futter. Was macht denn das Ganze? Es macht 20 Gesundheit, 20 Ausdauer. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel. Ja, obwohl, doch, mittlerweile ist es viel, weil das macht ja bloß noch einen neuen Gesundheit. 8 Gesundheit, das ist eigentlich nur im Ausdauerbereich geil hier. Da wurde auf jeden Fall groß was überarbeitet. Ja, also 20 Gesundheit ist eigentlich relativ viel. Da müssen wir wieder von der Ausdauer runtergehen. Ich habe das Gefühl, es ist einfach schlechter geworden für uns. Hackfleischsoße, 45 Gesundheit und 9 Ausdauer. Also etwas schlechter als die Würste, braucht aber halt auch plus die drei kleinen Sachen hier. Hm. Die Frage. Ich hätte halt eigentlich schon ganz gern ein bisschen mehr Leben. Dafür etwas mehr Ausdauer. Äh, etwas weniger Ausdauer. Ich weiß nicht, ob wir die Bärenmarmelade dafür weglassen. Weil die ist schlechter als das. Die hat, die hat doch davor 60 Ausdauer gemacht, ne? Also irgendwie gesundheitstechnisch ist es krass runtergegangen. Ich weiß nicht warum. Entweder sind die Gegner schwächer geworden. Naja, ich will nicht zu viel philosophieren. Wir, ich guck mir das mal an in Ruhe nach der Folge, was sich da alles getan hat. So, also ich würde sagen, wir köcheln uns mal ein bisschen. Was macht man? Hackfleischsoße, ne? Wildschweinfleisch, nixen Schwanz, Karotte. So, wo ist die Karotte? Hier vorne ist die Karotte, bam. Und wir brauchen noch nixen Schwänze hier unten. Und dann machen wir uns mal eine leckere Hackfleischsoße. Schaut mal, 8 Minuten, 13 Minuten. Es fängt trotzdem schon beides an mit blinken. Das ist jetzt aber wiederum auch wieder rot. Hm, naja, ich möchte jetzt nicht philosophieren. Es bringt ja nichts. So, wir machen uns einfach mal 5 Stück und probieren das mal aus. Bam. So, gibt's ein bisschen mehr Leben. Dafür haben wir bloß noch 104 Ausdauer. Wir machen unser Inventar wieder leer und dann gehen wir natürlich wieder direkt ins Gebirge. So, wir haben alles. Ja, und sammeln natürlich noch die restlichen Silber- und Wolfspelze und was wir alles noch Schönes brauchen an sich. Haben wir ja bloß noch den Beinschutz. Alles andere müsste auf der 4 sein. Gut, außer der Umhang. Ja, der geht ja gar nicht ab zu craden. Ja, sieht eigentlich gut aus. Also eigentlich nur noch der Beinschutz, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Silber. Sagen wir bauen das hier jetzt schnell noch ab. Dann können wir es irgendwo anders wieder aufstellen, wo wir gerade sind. Und wir gucken mal. Eigentlich noch so ein bisschen hier in die Richtung, ne? Da was erkunden, vielleicht schlägt die Wünschelrute ja aus. Ich höre schon wieder Wölfe. Da sind sie. Okay, die haben jetzt. Was ist das für eine krasse? Das ist die taumeln -Anzeige, die Blockieren-Anzeige von den Gegnern. Oder von mir? Die haben ja kein. Uh, oh, Wolfsfleisch gibt's jetzt auch. Sehr cool. Also, das finde ich echt mega geil, dass das Fleisch endlich unterteilt wurde. Das habe ich ja schon mal in einer der letzten, keine Ahnung, 100 Folgen oder so erwähnt. Dass ich das ziemlich cool fände. Wenn da zwischen Wildschwein und Rehen und so unterschieden wird, jetzt gibt's auch Wolfsfleisch. Kann uns nur zugute kommen. Ein Item mehr, was die Wölfe droppen. Und unseren Hunger damit befriedigt. Bin wirklich mal gespannt, was alles passiert ist. Ich lese es mir durch und dann morgen bei der nächsten Folge erkläre ich es euch alles. Ich weiß, ihr seid immer alle sehr, sehr fleißig und nett und schreibt mir dann schon direkt alles in die Kommentare. Ich freue mich da auch immer sehr drüber. Aber ich belese mich trotzdem mal nach der Folge selber. Weil sonst, weiß nicht, ich fühle mich immer so faul. Ich mache das ja nicht mit Absicht, <laughs> dass ich es nicht weiß und drauf warte, dass es mir jemand schreibt. Ich muss auch mal wieder nach was suchen und mal selber herausfinden. Eigentlich bin ich ja dazu da, um euch irgendwas übers Spiel beizubringen. Aber gefühlt ist das zurzeit andersrum. Weil ihr aber auch immer so schnell seid. Also gut, ne? Wäre nicht böse gemeint. <laughs> aber ihr seid halt echt immer flink. Ich lad die Folge hoch und eine Stunde später gefühlt habe ich schon wieder einen Kommentar, wo alle meine Fragen beantwortet werden. Aber ich möchte auch mal wieder euch was Gutes tun. So, 121 Leben. Wie sieht's denn aus? Wir laufen an sich immer noch südlich. Keine Gegner in Sicht. Aber leider auch kein Silber. Wir brauchen noch ein bisschen Silber, sonst wird das doof. Ah, dann haben wir ja tatsächlich schon alles auf der. F Jawohl! Hä? Die Richtung? Wir gucken mal. Aber hier wie bestellt, ne? Ich sag, wir brauchen Silber und die Wünschelrute dachte sich. Komm, dem tun mal was Gutes. Freut mich sehr. Aber hier wird's gar nichts mehr. Hier drüben auch nicht. Nee, also muss doch in der Richtung liegen. Ja, jetzt sieht's doch gut aus. Perfekt. Oh, uh, wir sind schon sehr nah. Schon hier? Also, es schlägt zumindest aus wie verrückt. Uh, Mensch, speichere Welt. Es steht mal auf Deutsch da, sonst war doch immer World Safe in 30 Seconds. Silberhalskette, Schatzkiste. Was finden wir denn hier alles? Wertvoll, die können wir einfach nur verkaufen. Schatzkiste. Können wir jetzt einfach bauen, oder was war das jetzt? Ich dachte, wir haben eine gefunden. Guck mal, Münzstapel, Münzhaufen, Schatzkiste. Können wir anscheinend wirklich bauen? Haben wir auch fast alles. Eine Silberheitskette fehlt uns. Den Rest haben wir definitiv. Jetzt ist die Frage, war das jetzt das, warum das hier geblinkt hat? Und dann würde es ja normalerweise weggehen und verschwinden. Hat's ja jetzt aber nicht. Deswegen buddeln wir mal noch ein kleines Stückchen weiter. Ich glaube fast, das muss es gewesen sein. Hier geht's auf jeden Fall am meisten ab. Überall anders wird's langsamer. Hier war's. Also ich glaube nicht, dass noch was kommt. Wir haben ja was gefunden, eine Silberhalskette. Nee. Hört, glaube ich, einfach bloß nicht auf mit Blinken. Schade. Also, naja, was heißt schade? Cool, wir haben eine Silberhalskette. Wir können uns irgendwann eine Schatzkiste bauen. Mal gucken, was das bringt. Man da einfach nur wertvolle Sachen reinpacken kann und die dreifach so dolle geschützt sind wie in einer normalen Truhe. Das könnte ich mir zum Beispiel jetzt drunter vorstellen. Was habe ich denn hier vorne? Ich habe mir doch noch Silber markiert. Tut mir leid, dadurch, dass ich jetzt ein paar Tage nicht gespielt habe. Gerät das immer mal ganz leicht in Vergessenheit. Ich würde sagen, Anfang nächste Folge laufen wir mal darüber. Da komm, den holen wir uns noch. Ich hab voll Bock auf noch eine Drachentrophäe, dass wir uns den Helm machen können. Müssen wir bloß mal gucken wegen der Ausdauer. So. Bam. Uh, uh das war aber ganz, ganz weit. Nein, geh weg. Ah, sag mal, haben wir so wenig Ausdauer, oder verbraucht es einfach mittlerweile so viel? Schaut mal, wie viel Ausdauer das auf einmal runterzieht. War das schon immer so dolle? Konnten wir nicht Minimum vier, fünf Pfeile abschießen? So, komm, Vergiftung noch ein kleines bisschen, und dann war's das doch. Ach ja, ein Millimeter. Bam, jetzt haben wir ihn. Leider keine Trophäe, wa? Nee, bloß eine gefrorene Drüse. Daraus können wir, glaube ich, auch nichts machen. Nö. Na gut, dann beenden wir erstmal die Folge. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich belese mich auf jeden Fall mal zu dem Update, dass ich euch nächste Folge mehr sagen kann. Das ist schon wieder der nächste. Und da gucken wir mal, dass wir das eine Silber noch zusammenkriegen. Vielleicht noch die Drachentrophäe. Und dann sind wir eigentlich komplett ausgerüstet und brauchen bloß noch ein Ei, um endlich die Drachenmutti beschwören zu können. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.